Sehr geehrte Frau Präsidentin, Damen und Herren Abgeordnete, Zuschauer und Kameraden vor dem Bildschirm. Heute geht es um den Gesetzentwurf zur nachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Ein starker Name, nachhaltige Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Für Außenstehende klingt das fast schon animalisch. Starke Begriffe wie nachhaltig, Stärkung, Einsatzbereitschaft sollen dem Laien etwas Positives vermitteln. In Wirklichkeit ist es nichts anderes, als zu nebeln und zu blenden. Und Frau von der Leyen, was Sie ja eben zum Thema PTBS gesagt haben, Sie wissen genau, dass Sie noch lange nicht da sind, wo wir eigentlich schon lange hätten sein sollen. Gerade nach 18 Jahren Afghanistan beschränken Sie sich auf Ihre Vitalfunktion. Und das finde ich hier eine Frechheit. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Und Sie verkaufen das hier wieder, dass das wunderbar ist. Wir kümmern uns um unsere Soldaten. Nein, das tun Sie nicht. Und waren es nicht Sie, Frau Ministerin, die von der Agenda-Attraktivität mit der dazugehörigen Trendwende Personal gesprochen hat und sie auch ausgerufen hat? Und im, das ist meine normale Stimme, das sind Führungsmittel, Entschuldigung. Im fünften Jahr der Zeitrechnung, in der Zeit von Frau von der Leyen, legt man nun eine Selbstkapitulation der eigenen Politik vor. Nichts von dem, bei Ihnen zu Hause will ich auch gar nicht sein. Ja? Von all dem, was man angekündigt hat, hat man nichts eingehalten. Sie möchten den Reservistendienst attraktiver machen, wie man hier lesen kann, möchten mehr Reservisten gewinnen, ja, die in unseren Streitkräften letztendlich dienen. Aber wo ist denn dann bitte auch der Rückhalt? Wo sind denn die kritischen Stimmen aus dem Reservistenverband? Warum wurden die denn nicht gehört, die auch deutlich angebracht worden sind? Das haben die angezeigt und auch mit klaren Fakten untermauert. Das hat man mir gegenüber auch zum Ausdruck gebracht. Und wir haben doch hier in unserem Haus, Sie sitzen mir genau gegenüber, sind ja der Präsident, Herr Veit, warum haben Sie denn nicht auf die Kameraden gehört? Warum haben Sie das dann hier nicht eingebracht? Warum haben Sie denn die Sorgen und die Nöte nicht gehört? Warum sind die denn nicht alle hier mit eingeflossen, so wie es sein sollte? Hören Sie Ihren Kameraden nicht zu oder sind Sie einfach zu schwach, hier in Berlin die Forderung Ihres Verbandes, Ihrer Kameraden einzubringen? So kommt es mir nämlich so vor. So oder so, Herr Veit, für mich persönlich verraten Sie die Interessen der Reservisten. Ich bin selbst einer, auf die unsere Streitkräfte angewiesen sind und das gerade in dieser personalkritischen Situation. Wir brauchen engagierte Kameraden, die sich in ihrer Freizeit für die Streitkräfte einbringen und ihre Fähigkeiten anbieten. Mit Ihrem Gesetz fehlt den Kameraden Geld, wenn sie sich entscheiden, zu dienen. Mit diesem Gesetz stärken Sie beileibe nicht die Attraktivität und den Einsatzwillen der Kameraden. Hier ist Ihnen nicht ein so großer Wurf gelungen, wie eben von der Ministerin vorgetragen wurde. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und noch dunkler wird es dann, wenn ich folgenden Punkt betrachte. Schaffung der temporären Möglichkeit, die Anwendung von Arbeitszeitvorschriften für bestimmte genau bezeichnete Tätigkeiten in den Streitkräften auszusetzen, wenn dies erforderlich ist, um die Tätigkeit im erforderlichen Umfang ausüben zu können. Hier spricht man dann von der sogenannten Spezialistenregelung. Wer oder was sind denn dann bitte Spezialisten? Für wen gelten denn dann diese Sonderregelungen? Für alles und für jeden letztendlich, weil es der Dienstbetrieb gar nicht mehr anders zulässt? Mit der Arbeitszeitverordnung, Frau Ministerin, da hat man ein ziviles Instrument der Bundeswehr aufgefropft, was überhaupt nicht dazu passt, was an allen Ecken und Enden kneift. Ich habe das ja gar nicht verstanden. Ja, Sie, alles gut, alles gut. Ich habe das schon verstanden. Eigentlich würde ich von Ihnen erwarten, Sie sind doch ehemalige Kameraden, Sie sind ehemalige Soldaten, Sie sollten doch für Ihre Leute da sein. Sie sollten für die da sein. Und sowas kann man nur machen, wenn man nicht versteht, wie Streitkräfte funktionieren, wenn man nicht die innere Haltung versteht und nicht weiß, wie unsere Streitkräfte ticken. Aber das habe ich Ihnen schon mehrfach gesagt. Aber es geht wahrscheinlich links rein und rechts raus. Alles das haben Sie nicht verstanden. Und bei anderen Dingen hat sie das gezeigt. Und heute offenbart sie das noch mal ganz deutlich, liebe Frau Ministerin. Man drängt gestandene Soldaten dazu, gestandene Dienstgrade eine Nebentätigkeit anzumelden. Jetzt haben die zwar genügend Zeit, aber man hat keine monetären Anreize mehr. Da ist dann dieses klassische Beispiel, und das finden Sie überall in der Truppe, das ist dann der Stabsfeldwebel, der im Fitnessstudio jobbt, um sich nebenbei noch was dazu zu verdienen. Respekt und Anerkennung, CDU, das sind Ihre Leute, für die waren Sie immer da. Ja, gute Nacht. Dann sind es weiter die Kameraden, die mit ihrer Lebensplanung auf ein anderes System gesetzt haben. Ja, heute haben Sie genügend Freizeit, das kennen Sie, aber heute werden Sie
damit konfrontiert, dass nur noch die Freizeit da ist und kein Dienst zu ungünstigen Zeiten mehr oder die Anrechnungsfälle, die sie gewöhnt waren. Kompaniechefs und Spieße, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Aufträge zu erledigen haben, weil die Kameraden Wochen im Urlaub sind und nicht mehr da, wenn sie ihren Dienst erfüllt haben. Ausbildungsmaßnahmen wie zum Beispiel auf einer Standortschießanlage, die man früher abbrechen muss, weil man ja pünktlich Dienstschluss machen muss. Und dann geht es nicht darum, ob das Ausbildungsziel erreicht ist, beziehungsweise ob ich gute oder schlechte Schießergebnisse habe. Nein, es geht einfach nur noch darum, dass ich pünktlich Dienstschluss habe. Eine Ausbildung wie das Nachtschießen ist nur noch unter den größten Mühen durchsetzbar. Früher war das Tagesgeschäft, natürlich ist das so. Mensch, Herr Otte, gucken Sie doch mal. Sie müssen, gehen Sie doch mal in die Truppe. Lesen Sie nur noch auf dem Blatt Papier. Gehen Sie in die Truppe, dann werden Sie sehen. Der deutsche Anteil der NATO Battlegroup Litauen konnte durch das Einführen von Sonderregelungen nur verhindern, dass nach dem Abschluss ein ganzes Bataillon des Heeres mehrere Wochen im Urlaub gewesen wäre. Dann sind da mittlerweile in den Bataillonen extra geschaffene Dienstposten, die sich damit beschäftigen, Zeiterfassungsbögen zu führen und diese auszuwerten. Wieder ein Soldat mehr im zahnlosen Wasserkopf der Bundeswehr. Hier wird gekämpft, ja, aber nicht gegen den außenstehenden Feind, der vielleicht mal gegen unsere Republik andrückt. Nein, hier wird gegen die Bürokratie gekämpft, die Sie alle der Bundeswehr aufgefropft haben. All dieses ist absurd und ist eine Ausgeburt der Unfähigkeit, Truppen zu führen und zu verstehen, wofür eine Bundeswehr steht und welche Aufgabe sie letztendlich erfüllen muss. Die soldatische Lebensrealität sieht heute so aus, dass die Organisation immer mehr ins Ungewisse führt im täglichen Dienstbetrieb. Die gestalterische Flexibilität für die Ausbildung von Soldaten wird den Vorgesetzten genommen und man kann bei diesen Regeln, die da vorherrschen, ja schon von einer Art Planwirtschaft sprechen, die man eingeführt hat. Und hier auch bitte an die Adresse von Ihnen, Frau Ministerin. Der Erfolg der Bundeswehr bemisst sich einzig und allein an der militärischen Einsatzbereitschaft der Streitkräfte. Das ist das Maß aller Dinge und nicht irgendetwas anderes. Denn alles andere, das ist buntes Vogelgesinge. Das geht über CIS und Trans-Sternchen-Menschen in den Streitkräften, dubiose Beraterdienstleistungen, die Geschichte Gorch-Fock, Einsatzbereitschaft der Bundeswehr bis hin zu diesem Gesetz, das wieder alles will, aber dann letztendlich nicht doch alles erreicht, was wir für unsere Truppe erreichen sollten. Sie versuchen hier nachzubessern, aber sie scheuen sich doch, Fehler hier klar zu benennen und zu erkennen. Aber nur wenn man bereit ist zu verstehen, was falsch ist, wird man in die Lage versetzt, etwas besser zu machen. Sie scheuen sich aus Angst vor der eigenen Courage, das Richtige zu tun. Wenn Angst die Seele auffrisst, dann ist man falsch auf dem Posten, den man bekleidet. Mut ist das, was man sich von vielen Politikern wünscht, aber nur von wenigen bekommt, sagte einmal der Nobelpreisträger Günther Blobel. Und hier auch wieder an Sie, Frau Ministerin, an Ihre Adresse und natürlich auch die hier Anwesenden, die immer so schön dazwischen gerufen haben, dass ich ja keine Ahnung habe. Jetzt gilt es einmal, Mut in Ihrem Leben zu beweisen. Und Mut ist etwas Gutes. Wenn Mut Sie durchströmt, dann ist das etwas Kräftiges, dann ist das etwas Vernünftiges. Und dann tun Sie etwas Gutes für unsere Streitkräfte. Unterstützen Sie unseren Antrag, § 30c Soldatengesetz, ersatzlos streichen, die wöchentliche Rahmendienstzeit in der Bundeswehr flexibilisieren. Damit würden wir den richtigen Weg denken für unsere Sie Bundeswehr an Ihre gehen. Redezeit. Jawohl, komme ich zum Ende, Frau Präsidentin. Und wieder Luft zum Atmen schaffen, sodass unsere Armee wieder die Flexibilität im Dienst und in der Ausbildung erreicht, die sie braucht. Dankeschön. Dankeschön, Herr Kästner. Nächster Redner, Dr. Fritz Fett.